Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Ich freue mich, Sie wieder zum Abendsegen begrüßen zu dürfen. Weihnachten, Ostern und Pfingsten, das sind die drei großen Feste unserer Kirche. Und diese Feste werden jeweils 2 Tage lang gefeiert. Diejenigen unter Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, die mir öfters mal zuhören, wissen schon, dass ich in der Schule immer meine liebe Not damit habe, den Kindern die Bedeutung und vor allem auch die Wichtigkeit dieser Kirchenfeste zu vermitteln. Weihnachten wird für den Kindern wahrscheinlich wegen der Tatsache, dass die Vorbereitungen oft schon im Spätsommer beginnen und wahrscheinlich auch wegen der Fülle der Geschenke, die die Kinder ja an Weihnachten bekommen, immer als das wichtigste Fest angesehen. Wir feiern an Weihnachten, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, dass er ihn in die Welt geschickt hat, diesen Sohn, dessen Auferstehung von den Toten wir dann an Ostern feiern. Das passt, das kann man sich gut vorstellen. Aber an Christi Himmelfahrt entschwindet dieser Jesus dann aus unserem Sichtfeld. Aber er lässt uns nicht allein, sondern er sagt uns seine immerwährende Präsenz zu. Er verspricht uns, dass er bei uns bleibt, aber in anderer Weise. Er sagt uns zu, dass er uns einen Tröster schicken wird, seinen Heiligen Geist, den Geist Gottes, der in uns ist und bleibt, der uns begleitet und hilft, den richtigen Weg zu finden in unserem Leben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diesen Tröster, diesen Heiligen Geist, sagt uns Jesus zu, den verspricht er uns. Ich möchte Ihnen nun eine kleine Begebenheit erzählen, die sich vor einigen Jahren hier in der Pfarrgruppe, die ich erlebt habe hier in der Pfarrgruppe. Das ist schon einige Jahre her, es war ein ökumenischer Kleinkindergottesdienst. Wir haben den gefeiert in Kleinmitternheim, St. Andreas in der Kirche. Und es hat auch eine Gruppe von Kindergartenkindern mitgefeiert bei diesem kleinen Kindergottesdienst. Eine Gruppe von Kindergartenkindern aus der Kita St. Franziskus. Und in dieser Kita wurde an dem Morgen der Geburtstag einer Erzieherin gefeiert. Das hat man mir erzählt. Gut, ökumenischer Kleinkindergottesdienst. Thema Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf die Menschen herab. Die Kirche wird gegründet. Pfingsten, der Geburtstag der Kirche. Das war das, was die Kinder dann mitgenommen haben. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Ja, ein paar Tage später habe ich eine Mutter getroffen, die mit ihrem Sohn eben an diesem kleinen Kindergottesdienst teilgenommen hatte. Und sie hat mir erzählt, dass am Abend nach dem Kindergottesdienst der Vater seinen kleinen Sohn gefragt hat, was es denn so Neues gab an dem Tag, wie der Tag war. Dem Kleinen fiel erstmal nichts ein, die Mutter wollte ihm helfen und ihn an die Geburtstagsfeier seiner Erzieherin in der Kita erinnern. Und da plötzlich fiel dem kleinen Mann ein, was er an dem Tag Großartiges erlebt hat. Und was er dem Vater erzählen wollte. Die Kirche hat Geburtstag. Das haben wir gefeiert. Ich finde diese Geschichte so schön, weil sie so deutlich und einfach und wirklich ganz simpel erklärt, was Pfingsten ist. Die Kirche hat Geburtstag. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wer ist denn diese Kirche überhaupt? Alle, wir alle, die wir der Kirche ein Gesicht geben, wir sind diese Kirche. Es ist nicht wichtig, wo sie sich zugehörig fühlen. Wenn sie katholisch sind und sich der katholischen Kirche zugehörig fühlen oder der evangelischen Kirche. Es kann sein, dass wir uns zu den Konservativen zählen und dass uns Neuerungen suspekt sind oder dass wir uns zu den etwas Fortschrittlichen zählen, dass wir auf Neuerungen und Reformen in der Kirche drängen. Es gibt da eine große Bandbreite von Menschen, die sich der Kirche zugehörig fühlen. Wir alle geben der Kirche ein Gesicht. Es gehören die Geweihten dazu, aber es gehören auch die Laien dazu, die Nicht-Geweihten, hauptberuflich und ehrenamtlich. Es gehören Männer dazu, Frauen, Kinder, die in der Kirche mitarbeiten, sich engagieren, Kinder zum Beispiel als Ministranten bei der Sternsinger-Aktion. Es gibt Menschen, die ehelos leben, aus Überzeugung, wie die Priester und Diakone zum Beispiel, oder andere Menschen, wie die geweihten Schwestern, die sich für ein Leben ohne Ehe entschieden haben. Es gehören Paare dazu, die eine Familie haben, die in einer Partnerschaft leben. Und es ist egal, welches Geschlecht der geliebte Mensch hat, mit dem man verpartnert ist. Wir alle sind Kirche. Wir gehören alle dazu. Wir haben alle den Heiligen Geist. Das hat uns Jesus versprochen. Wir haben ihn empfangen und wenn wir es zulassen, dann wird dieser Heilige Geist unser Denken und Handeln im Sinne Jesu beeinflussen. Ich möchte Ihnen nun die wunderbare und poetische Pfingstsequenz vortragen. Ich weiß, ich habe sie auch voriges Jahr an dieser Stelle vorgetragen,
Ich finde diesen Text einfach so wunderschön. Er wird seit Christi Himmelfahrt in den Pfingstwehen regelmäßig gebetet und ich bitte Sie jetzt auch mitzubeten. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finste Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Leben, kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem, gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenk, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen, Halleluja. Wir sind das Volk, das ihm vertraut, das auf seine Hilfe baut. Wir bekommen seine Gaben zum Geleit. Und dann können wir in der Zeit bestehen und seines Heils Vollendung sehen, der Freuden Ewigkeit. Wir alle sind das, denn wir sind Kirche. Und wir sollen die Kirche aus dem Heiligen Geist heraus mitgestalten. Die Kirche hat eine lange und manchmal zweifelhafte Vergangenheit. Und die Kirche hat eine Zukunft. Und die können wir mit beeinflussen. Aber nur, wenn wir mitmachen, wenn wir dazugehören, wenn wir dabei bleiben. Denn wir alle gehören zu dieser Kirche. Und so lassen Sie uns am kommenden Wochenende gemeinsam den Geburtstag dieser Kirche feiern. Jetzt bitten wir noch um den Segen des auferstandenen Herrn, der uns seinen Heiligen Geist geschickt hat. Gott, erfülle uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Er lasse uns reich werden an Hoffnung und stärke uns und alle, die zu uns gehören und die wir lieben, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gute Zeit.